Dieses Video wird unterstützt von Motion Array. Mein letztes Video auf diesem Kanal war ja ein Reisevideo und ich bin ein extremer Fan von Reisevideos. Allerdings mache ich ja jetzt schon länger Reisevideos und Video und Fotografie im Grundsätzlichen ist ja inzwischen sogar mein Job. Und man mag es ja kaum glauben, aber ich glaube, ich habe ein paar Sachen gelernt über die Zeit, außer wie man Screenshots macht, das weiß ich immer noch nicht. Und nachdem dann der Dönerbudenmann 12:30 geschrieben hatte, dass er am Rande eine kleine Idee für mich hätte, vielleicht, dass ich dieses Video nehme und kurz erkläre, wie ich die einzelnen Effekte gemacht habe und er das bestimmt interessant fände und wahrscheinlich auch drei von meinen anderen Zuschauern auch, dachte ich mir, okay, let's go. Also heute ein Video mit den 10 geheimsten Tricks für die besten Travel-Videos, die ihr je gesehen habt, von Planung zu Dreh zu Nachbearbeitung. Ich empfehle euch wirklich, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, denn dann werden eure Videos, egal ob ihr nur zum Spaß das mit einem Handy filmt oder professionelle Reisevideos macht, wirklich um so ein Stück besser. Und das wollt ihr nicht verpassen. Übrigens, was ihr auch nicht verpassen wollt, ist der neue Moses Film Toddy. Sieht man das? Nein, oder? Hier. Design ist selber gemacht, das ist jetzt in meinem Store verfügbar, Link in der Beschreibung. 85% Bio-Baumwolle. Dieses Material ist einfach heaven. Also wenn ihr auch den coolen Moses Film Style rocken wollt und diesen geilen Hoodie haben wollt, get it. Gut, haben wir wieder genug Werbung für dieses Video gemacht. Spaß kommt noch. Fangen wir direkt mit dem ersten Tipp an und der ist leicht packen. Warum sage ich das? Weil ich immer das Gegenteil mache aus irgendeinem Grund. Mein Problem ist halt, dass ich die Canon 1DX Mark II verwende und ich liebe diese Kamera. Es kann mir niemand erzählen, dass das keine geile Kamera. Also ich habe viele Kameras verwendet, aber die hat mich einfach komplett überzeugt und ich will nicht mehr weg davon wechseln. Canon 1DX und ich so. Das einzige Problem mit dieser Kamera ist, dass sie riesig, also so ein Teil. Und dann wiegt sie noch 1,5 Kilo. Und wenn man dann noch sein Objektiv auf diese 2 Kilo Kamera macht, hat sie plötzlich 4 Kilo. Und dann ist gar nicht mehr so lustig, damit rumzureisen. Ich wollte nur das Objektiv holen, aber ich habe sogar ein schönes Set-Design gemacht. Hier mit dem Bäumchen hinten. Aber um zum Punkt zurückzukommen, zu viel, zu schweres Equipment ist auf Dauer echt nicht lustig. Das heißt, packt einfach so leicht wie es geht. Nimmt nur das mit, was wirklich essentiell ist. Ich hatte wie gesagt das mit, noch eine kleine DJI Mavic Drohne und das war's. Und das Gute ist, auch wenn man nicht zu viel hat, dann lenkt man sich nicht so schnell ab mit, ah, das Objektiv muss ich jetzt noch verwenden und wenn ich diese Einstellung noch und wenn ich dann 2 Kameras aufstelle, na, du bist dann wirklich einfach in der Story und dir geht's wirklich mehr darum, jetzt den Moment aufzunehmen, als dich mit der Kamera und der Technik umzuspielen. Was uns zum zweiten Punkt bringt. So eine smoothe Überleitung zu, verstehe, wie deine Kamera und deine Objektive funktionieren. Hört ihr das? Bastard. Ganz egal, ob ihr mit einem Handy oder mit einer professionellen Kamera filmt, wisst genau, wie es funktioniert. Bei Kamera setzt euch damit auseinander, was ist die Blende, die Belichtungszeit und der ISO. Und sowas kann man auch super bei Reisevideos lernen. Man muss ja nicht sofort rausgehen und der Beste sein. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, mir ein paar YouTube-Videos dazu anzuschauen, vielleicht sogar ein Buch zu kaufen, wo das alles erklärt ist. Und mit der Brennweite von Objektiven, also in diesem Fall, dieses Objektiv geht von 70 bis 200 mm, stellt ihr einfach ein, wie nah ihr an etwas heranzoomt. Und das bringt uns natürlich direkt wieder zum nächsten Punkt, Perspektive. Weil mit so einem Zoomring kann man nämlich richtig coole Sachen machen. Zum Beispiel Dolly-Zooms, das ist, wenn man mit der Kamera auf etwas zugeht und dabei herauszoomt oder eben von etwas weggeht und dabei hineinzoomt, da entsteht so ein Effekt, als würden sich die verschiedenen Tiefenebenen vom Bild unrealistisch zueinander verziehen. Wird sogar auch im Kino verwendet, habe ich sehr gerne den Effekt. Ich habe ihn nur einmal kurz eingebaut in meinem Kroatien-Video. Das kann man dann halt als Stilmittel verwenden, wenn man zum Bleistift ein Objekt hat, worauf man den Fokus setzen will, kann man mit der Kamera darauf zufahren und gleichzeitig rauszoomen und dann entsteht eben dieser wilde Dolly-Zoom-Effekt. Aber was ich hauptsächlich meine, was man bei Perspektive beachten sollte, ist, was kann ich mit verschiedenen Brennweiten, also Zoom-Stufen wie weitwinklig, normal im mittleren Porträtbereich bis hin zu starkem Zoom machen. Und auch die verschiedenen Blickpunkte, aus denen man filmt, sind eigentlich sehr wichtig, weil wenn man zum Beispiel eine Kirche hat und die nur von vorne filmt, ist schön, aber wenn man sie mal von verschiedenen Seiten filmt, kommt man vielleicht drauf, dass sie von links hinten viel cooler aussieht und man da den coolen Schwenk machen kann zum Beispiel. Also damit Perspektiven ein bisschen rumzuspielen, ist immer amazing. Also nächstes Mal, wenn ihr ein Reisevideo macht und irgendwas Arges seht, denkt daran, probiert es mal aus verschiedenen Perspektiven aufzunehmen, bisschen kreativ werden mit der Kameraführung und den Perspektiven. Und damit kommen wir auch schon zu Punkt 4. Das war jetzt überhaupt keine schöne Überleitung. Punkt 4. Story und Humor. Die größten Problemkinder in meinen Videos. Na wirklich, ich habe meine ersten Travel-Videos einfach in den Musiktrack genommen und ein paar coole Aufnahmen drüber gemacht.
Aber da fehlt halt irgendwie so ein bisschen der rote Faden. Da fehlt einfach die Geschichte, die erzählt wird, die von Anfang bis zum Ende hin den Zuschauer irgendwie beim Video hält und ein Interesse weckt, was passiert. Ich meine, wenn man die ganze Zeit nur schöne Bilder sieht, auch mega cool, aber wenn man schöne Bilder sieht und noch eine Geschichte dazu hat. Deswegen habe ich vor 1,5 Jahren oder so angefangen, meine Travel-Videos so zu machen, dass ich eben hauptsächlich auch diese schönen Aufnahmen habe und da coole Transitions und nices Color Grading, wozu wir nachher noch kommen, etc. zu haben. Aber dazwischen immer so kurz ein bisschen eine vlogartige Sequenz einzubauen, wo man mich kurz reden hört, erklären, wir sind jetzt da, wir machen das. Und da ist mir zumindest ganz wichtig, Humor. Liegt vielleicht daran, dass man immer nach dem strebt, was man nicht hat. Oh Mann. Aber wirklich, ich versuche halt immer ein bisschen Scherz einzubauen in meine Videos, weil ich stelle mir das halt so vor, wenn man jetzt sich vielleicht nicht so extrem arg für Kameras interessiert und für die Technik hinter cinematischen Aufnahmen, dann findet man diese Bilder ja immer noch schön, aber nur geile Videos mit Musik für 6 Minuten wäre fürchterlich langweilig. Deswegen versuche ich eben mit diesen Vlog-Elementen und diesem Humor das ein bisschen aufzulockern, eine Geschichte zu erzählen und dem Zuschauer auch noch zum Lachen zu bringen. Mag jemand was von meinem Pipi-Kosten? Na gut, mein Humor kommt vielleicht nicht bei allen gleich gut an, aber was soll man machen? Ich hab's probiert. Tipp Nummer 5. Jedes Travel-Video kannst du mitzählen und im Sekundentakt schauen, wo irgendeine Orga-Transition ist oder Clips in Zeitlupe sind. Und es ist ja beides extrem cool. Ich möchte gar nichts gegen diese fetzigen Übergänge sagen oder gegen Zeitlupe. Aber man muss das halt auch so einsetzen, dass es einen Wow-Effekt hat. Weil wenn man das ganze Video durchgehend nur Zeitlupe hat, dann ist es halt auch irgendwann wieder Fad, weil es die ganze Zeit nur das Gleiche ist. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Zeitlupe aufzunehmen, macht es. Allerdings denkt im Schnitt dran, dass nicht alles, was in Zeitlupe gefilmt wurde, auch Zeitlupe sein muss. Und das eher als Stilelement verwendet werden sollte, um ein cooles Video zu zeigen. Und das ist mir in dem Video, was ich in Kroatien gemacht habe, auch aufgefallen. Ich muss halt nicht jedes Video in Zeitlupe haben und ich muss nicht zwischen jedem Clip eine Orga-Transition haben. Das muss nicht sein, weil das bringt den Zuschauer auch irgendwann in so ein Stadium von boah, was passiert hier, ich bin komplett überwältigt und so nicht immer nur im positiven Sinne. Manchmal ist auch ein einfacher Schnitt okay, manchmal ist auch Normalgeschwindigkeit 24 Bilder pro Sekunde. Wenn ihr mein Kroatien-Video noch nicht gesehen habt, was ich überhaupt nicht verstehe, da oben ist ein Link dazu. Das müsst ihr euch eigentlich anschauen, bevor ihr dieses Video anschaut, weil es ist schon ziemlich fetzig. Tipp 6, die richtige Musik für dein Video. Das erste Travel-Video, was ich gemacht habe, war mit einem Track von Alan Walker, weil es damals halt in war und ich 16, 14, 15 war und das halt geil fand, aber so im Nachhinein betrachtet war das ziemlich trashig. Sucht euch Musik für eure Videos raus, die zu dem Bildmaterial, was ihr habt, passt. Wenn ihr gerade einen schönen Sonnenuntergang habt, sucht euch was raus, was dazu passt, was eher ruhig ist. Wenn ihr gerade eine wilde Action-Szene habt, dann könnt ihr auch mit ein bisschen Electronic, Dubstep, was auch immer eure Musikrichtung ist, vielleicht Rockig, das wäre meine Musikrichtung, da reingehen. Da die Musik unterlegen, aber schaut immer, dass es dazu passt. Aber wie mache ich das mit Musik auf YouTube? Ja, das ist natürlich ziemlich schwierig, weil ich mache es halt immer so, dass ich Tracks verwende, die ich mag. Egal, ob das jetzt populäre Musik ist, die auf Spotify läuft und die man auf YouTube nicht monetarisieren kann. Grundsätzlich kann man eigentlich die Musik, die man normalerweise hat, nicht verwenden auf YouTube wegen Copyright, beziehungsweise viel Musik kann man verwenden, dann kann man aber keine Einnahmen mehr generieren, weil die Einnahmen an die Labels oder an die Künstler gehen direkt. Bei so großen Projekten ist es mir das schon wert, dass ich auch Musik verwende, die man kennt und die ich mag, dass ich dann halt kein Geld damit verdiene. Das ist es mir dann halt quasi wert, dass diese Musik drin ist. Aber es gibt auch eine viel schlauere Option und das ist Motion Array. Motion Array ist eine All-in-One-Plattform für Filmemacher. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, und wie hilft mir das jetzt bei der Musik in meinen Videos weiter? Motion Array hat eine riesige Bibliothek mit wirklich, wirklich guter Musik, die man für seine YouTube-Videos verwenden kann. Mit Motion Array hat man eine Lizenz, mit der man jedes Musikstück verwenden kann, auf jeder Social-Media-Plattform wie YouTube, Instagram, Facebook, whatever. Aber wenn ihr denkt, damit hört der Spaß auf bei Motion Array, falsch gedacht. Wie gesagt, es ist ein All-in-One-Filmmaker-Tool. Ihr habt dort alles von Stock-Videos zu vorgefertigten Motion-Templates, Adobe Premiere und After Effects-Plugins. Es gibt wirklich
alles, was das Herz begehrt. In diesem Video die Zahlenanimationen und die Textanimationen, man Templates von Motion Array. Einfach einmal runterladen, Text bearbeiten, fertig. Und so einfach habt ihr Motion Graphics, die aussehen, als würden sie von einem professionellen Animationsstudio gemacht. Mein Motion Array fühlt sich schon ein bisschen illegal an, also wie ein Cheatcode für Filmemacher. Ich habe in meinem Kroatien-Video auch Lens Flare Overlays verwendet, Motion Graphics für die Textanimation am Anfang zum Beispiel. Also ich verwende Motion Array dauernd für alle Videoprojekte eigentlich und es macht die Bearbeitung und den Schnitt so viel schneller und einfacher. Motion Array basiert auf einem monatlichen oder jährlichen Abo-System, aber dafür könnt ihr die Lizenz wie gesagt für alles verwenden und selbst wenn ihr euch entscheidet, monatlich zu kündigen, was ihr könnt bei Motion Array, dann behaltet ihr die Lizenzen immer noch. Wenn das geil klingt, dann geht auf den Link unten in meiner Beschreibung und ihr bekommt sogar ein bisschen einen Rabatt, wenn ihr euch anmeldet. Das klang halt gerade wirklich nach so einem perversen Ad-Read, aber ich bin halt wirklich so verliebt in Motion Array. It's fucking amazing. Ich habe da hinten übrigens so viele Pakete. Nächstes Video wird ein Vlog, wieder mal. Und es wird ein cooler Vlog. Und da schauen wir uns an, was in all diesen Paketen drin ist. Ich weiß es nicht mehr genau, weil die steht da schon länger rum. Aber ich glaube, in einem ist ein Gimbal drin, in einem anderen ein Stativ. Wer weiß. Wenn ihr sehen wollt, was in diesen Boxen ist, und glaubt mir, ihr wollt es sehen, abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine amazing quality content Vlogs und Filmmaking Tipps und Tutorials verpassen wollt. You've got to do it. Ich sag's dir nur, es ist kostenlos. Klicke. Punkt Nummer 7 auf dieser Liste. Stabilität. Stabil, Bruder. Stabilität ist unfassbar wichtig. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich filme gerne in Zeitlupe, weil es einfach deutlich stabiler ist. Warum ist es stabiler? Technisch gesehen ist es nicht direkt stabiler, aber dadurch, dass das Bild deutlich langsamer sich bewegt, wirkt es so, als wäre es stabiler, wenn man die einzelnen kleinen Ruckler nicht so gut sieht. Allerdings gibt es natürlich noch andere Hilfsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Glidecam oder ein Gimbal, was ihr im nächsten Video sehen werdet. Ich habe für mein Kroatien-Video tatsächlich nichts verwendet. Ich habe alles aus der Hand gefilmt oder die Kamera irgendwo mit Gaffertape festgeklebt. Und man muss dann halt schauen, was ist einem wichtiger. Packe ich möglichst wenig ein oder nehme ich mir noch ein Gimbal und ein Stativ und was weiß ich noch mit, ein Kram. Also das ist eine Sache, auf die man auf jeden Fall achten muss, weil niemand schaut sich gern ruckliges, verwackeltes Video an. Alternativ könnt ihr natürlich auch immer noch in eurem Videoschnittprogramm eurer Wahl die Videos dann im Nachhinein stabilisieren. Aber meiner Meinung nach sollte man immer alles von Anfang an so gut wie möglich aufnehmen, damit man so wenig Arbeit wie möglich im Schnittprogramm dann hat. Solche Probleme wie stabile, ruhige Aufnahmen machen, die kann man beim Dreh deutlich einfacher lösen, als wenn man dann das Video hat und die Stabilisierungssoftware funktioniert nicht ganz gut und es ruckelt immer noch irgendwo ein bisschen. Also da würde ich wirklich empfehlen, drüber nachzudenken und vielleicht auch ein bisschen Geld in irgendein Stabilisierungsgerät eurer Wahl zu investieren. Ihr könnt euch das Gimbal, was ich mit der 1DX Mark II verwende, unten in der Videobeschreibung anschauen. Es ist halt riesig. Nummer 8. Farbbearbeitung. Ich meine, ihr seht jetzt ein bisschen vor und nachher im Material von meinem Kroatien-Video. Was das Color Grading betrifft, ich kann jetzt in diesem Video nicht noch ein komplettes Color Grading Tutorial machen, weil es viel zu lange dauern würde. Wenn ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ladet euch DaVinci Resolve runter. Da gibt es eine kostenlose Version, mit der ihr Zugriff auf die wichtigsten Möglichkeiten habt. Und DaVinci Resolve ist so ein geniales Color Grading Tool. Ich schneide und bearbeite alle meine Videos in Premiere Pro und After Effects. Aber wenn ich wirklich aufwendigeres Color Grading mache, dann wechsle ich zu DaVinci Resolve, weil es einfach für Color Grading geil ist. Das wurde sogar in Kinofilmen verwendet. Wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version, die ich runterladen kann. Ich tue einen Link in die Beschreibung. Das Color Grading habe ich bei meinem Kroatien-Video als vorletzten Step gemacht. Das heißt, ich habe mal den ganzen Rohschnitt gemacht, alle Clips aneinander, scheinbar Transitions und dann habe ich erst das Color Grading gemacht, als vorletzten Schritt quasi. Als allerletzten Schritt habe ich das Sounddesign gemacht. Wichtig für euer Projekt, weil ohne gutes Sounddesign wirkt ein Video einfach wie eine Suppe ohne Salz. Also, wenn ihr Swipe Transition habt, macht ein kurzes. Wenn ihr eine Möwe habt, baut kurze Möwengeräusche ein in euer Travel Video. Schaut euch einfach nochmal euer Video von Anfang bis Ende an und schaut, wo wäre welcher Sound noch cool. Eine Szene, die ich zum Beispiel extrem gerne habe in meinem kroatischen Video, habe ich auf dem Beat von einem Lied so getan, als würde man mit einer analogen Kamera auslösen. Und hört euch das einfach mal ohne Sound an. Mega langweilig. Und jetzt mit der Musik und mit den Soundeffekten. Also Sounddesign bringt das Video, wie gesagt, nochmal auf ein ganz anderes Level. Und Soundeffekte bekommt ihr zum Beispiel auch auf Motion Array. Tobt euch aus, da gibt es wirklich
genug im Internet. Einmal suchen nach Soundeffekts und ihr habt, was ihr braucht. Und es gibt auch kostenlose Plugins, wie zum Beispiel Mr. Horse, auch ein Link in der Beschreibung. Und wir sind schon beim letzten Punkt auf unserer Liste. Wenn ihr euch das Video bis hierher angeschaut habt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Und es würde mich auch mega freuen, wenn ihr das zeigt. Mit einem Daumen nach oben, es ist ein Klick. Es hilft mir wahnsinnig weiter, vom Algorithmus wahrgenommen zu werden. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich abonnieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp. Einzigartig sein, weil es gibt inzwischen so viele Leute, die Travel-Videos machen. Das ist ja auch mega cool, dass man sich da ein bisschen challenged und versucht, besser als der andere zu sein. Eine Sache, die mir auffallen, ist, dass in jedem Travel-Video diese Zoom-Transitions sind und die zur Seite und dies und in dem Plugin verwendet wurde, was jeder andere YouTuber auch verwendet. Man muss einzigartig sein. Findet irgendetwas in euren Videos, was euch einzigartig macht. Bei mir zum Beispiel, dass ich versuche, in meinen Travel-Videos vlogmäßig eine Geschichte zu erzählen, was natürlich nicht einzigartig ist, das ist mir schon bewusst, das machen viele andere auch, aber das war halt eine Art, wie ich mich differenziert habe von diesem Standard-Reise-Travel-Video. Das andere, was ich gemacht habe, ist zum Beispiel an vielen Stellen mit der Hand in After Effects kleine Linien rein animiert, weil ich den Effekt irgendwann mal auf TikTok gesehen habe, das extrem cool fand und das, glaube ich, bis jetzt noch in keinem Travel-Video gesehen habe. Waren sicher 50 Stunden an Arbeit, diese kleinen Linien da reinzumachen, was hat sich ausgezahlt. Und das ist wieder so eine ganz kleine Kleinigkeit, die das Video einzigartig macht. Und macht euch einfach Gedanken, was euer Video einzigartig machen könnte, um ein bisschen aus dieser Masse an Travel-Videos herauszustechen. Das waren meine 10 geheimen Tipps. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wenn ihr mehr Videos wie diese sehen wollt, wenn ihr mehr über Filmmaking lernen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und abonniert diesen Kanal. Und dann verpasst ihr den ganzen Quality-Content auf diesem Kanal nicht. Wenn ihr euch dieses Video angeschaut habt, bis jetzt, ohne das Kroatien-Video angeschaut zu haben, und bitte geht jetzt auf meinen Kanal und schaut euch das Kroatien-Video an. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal. Stay fresh, keep it cool, abonnieren geht über studieren. Fällt mir noch in den Blödsinn ein. Stay hydrated. Ciao.